Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Heute hoffentlich habe ich wieder den Sound angemacht. Ja, ich höre was. Sehr schön. Habe ich leider das letzte Mal vergessen. Das ist das, wenn man Probeaufnahmen macht, sollte man auch vorher wieder gucken, dass man alles wieder so einstellt, wie man es hatte. Ja, heute wird's losgehen mit dem Umbau. Denn mich stört hier einiges. Diese kleine Plattform muss vergrößert werden. Ich muss in jede Richtung ausbauen. Ich muss einige Sachen von dieser Fläche wegkriegen, weil, wie gesagt, ich möchte es eigentlich haben, dass hier eigentlich alles wächst und gedeiht und halt alles andere in den anderen Ebenen verschwinden wird. Des Weiteren habe ich rausgefunden, dass ich noch ein bisschen mich mit dem Pack nicht auskenne. Und wir bauen uns mal lustige kleine Sachen. Ich kann aber leider noch keinen Hopper bauen. Ich wollte nämlich mir einen Standard-Hopper basteln. Der heißt, glaube ich, heißt jetzt anders? Hä? Ach so, momentan hast du noch Anfirmala-Item. Ja, sehr schön. Sehr gut. Also ich kann es mir noch nicht bauen. Jetzt ist nur die Frage, kann ich mir diesen, den kann ich mir nachträglich auch noch bauen. Das heißt, wir bauen uns mal drei Bonsai-Pots. Diese drei Bonsai-Pots, die packe ich mir jetzt. Aber ich packe mir jetzt erstmal was anderes, und zwar in die Controls. Dieses Auto-Jump mache ich mal aus. So, dann setze ich mir die Dinger hier hin. Nimm meine Axt. Nimm meine Axt. Und hau mal die ganzen Bäume hier weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt auch Erde und so weiter reinballern muss. Das werden wir jetzt alles rausfinden. Denn ich habe damit noch nie gearbeitet. Ja, die Bonsai sind für mich neu. So. Ich habe aber, wie es aussieht, wieder leider keine von diesen Teilen gekriegt. Und ich mich dann mal damit informiert. Dann habe ich gesehen, ah ja, es gibt ja Bonsais. Und die Bonsais, da kriegt man zwar nicht alles raus, aber... Oder viel raus, aber man kriegt etwas raus. So, wenn ich jetzt da rechts klicke. Ah, okay. Also ich muss erst Soil da reinpacken. Ah, okay. Jetzt ist die dumme Frage. Ha, muss ich testen? Nehmen wir jetzt hier mal Erde. Gott, mein Inventar ist schon wieder sowas von vollgeballert. Oh, und jetzt gehe ich da hin und klicke da drauf und klicke da drauf. Und jetzt müssten die eigentlich anfangen zu wachsen. Ja, man sieht's. Hallo! Jetzt ist nur die Frage. Funktioniert das auch auf Erde? Oder muss ich auch da den richtigen... Nein? Okay. Das hat sich dann geändert, weil früher war das, was ich so gesehen habe. Also, wie gesagt, ich habe mich nur ein paar Videos angeguckt. Und da war das halt dann so, dass die dann halt, egal was, reingeschmissen haben. Was jetzt leider halt nicht funktioniert, ist auf jeden Fall... Okay, wir sind jetzt bei 80%. Der Baum ist auf jeden Fall, gibt es unterschiedliche Varianten. Das finde ich ja cool gemacht. Und ich habe ein neues Achievement. Juhu. So, und ich muss jetzt das... abschlagen. Na, das ist ja... Das ist, also so wäre es ja doof. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Achso, Bonsai, Bonsai, Bonsai. Nee.
Wir machen diese Slime-Teile da. Pum, 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 pum. So. Nein, ich möchte das da haben und dann dich. Achso, okay, da haben wir nur eine 20%ige Chance dabei. So zu wissen. Aber es ist trotzdem, finde ich, einfacher. So, und den Donut kann ich gleich mal füttern. Und ich fliege mal eine Runde. Juhu! Na, weiter geht's. Vor euch ist eine Sekunde vergangen, für mich etwas länger. Denn, ja, mir ist gerade Minecraft abgeschmiert. Ich musste gerade neu starten. Und da macht es natürlich keinen Sinn, dass ihr das angucken müsst. So, wie es aussieht, muss ich halt wirklich jedes Mal das komplette Ding hier abbauen. Ist zwar ein bisschen nervig, aber ich habe halt noch leider keinen Hopper. Das heißt eigentlich, ich müsste versuchen, beim Questbuch eigentlich diesen Bereich freizuschalten. Nur, das da ist kein Problem. Die hier sind mein Problem. Das Firewood wird auch kein Problem sein, vermute ich. Aber wie gesagt, ich komme noch nicht an Strings ran. Ja, das heißt, wir müssen hier vieles verändern. Sehr viel verändern. Und wir haben einen neuen Ball bekommen. Jetzt habe ich schon 4. Ja, also es wird halt immer mehr. Ich habe, glaube ich, nur einen Blue Slime rausbekommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Aber, naja, was will man machen? Man kann nur mit dem arbeiten, was man hat. Und, das habe ich halt noch nicht. You know. Ich könnte eine Sache noch probieren. Das tue ich jetzt auch mal. Kann ein Hopper das vielleicht? Das heißt, ich baue mir jetzt mal eine Kiste, einen Holzhopper. So, dann heißt es jetzt, der kommt dahin. Das wird abgeschlagen. Dann kommt der Hopper hier hin. Der kommt oben drauf. Das kommt rein. Das kommt drauf. Muss ich wachsen lassen. Wenn wir einfach gucken, wie es wird. So, ja. Ich sollte auf jeden Fall. Das Problem ist nur an Cutten. Koton heißt es, glaube ich. An Cutten ranzukommen, ist gar nicht so einfach. Ich brauche dafür Barley und Sojabohnen. Um an Barley ranzukommen, brauche ich Seeds und Sugarcane. Ja, das heißt, das wird auf jeden Fall einer meiner nächsten Schritte werden. Ja, das heißt, Agricraft starte ich auch schon mal. Das heißt, ich brauche diese Cropsticks. Und so schwer sind die Gott sei Dank nicht. Und ich schaue mal nach und ich habe Mudbricks bekommen. Toll. Hervorragend. Keine Ahnung. Okay, dann Mattock. Ich hoffe, das reicht. Dann heißt es jetzt als nächstes sofort gleich anfangen, Seeds zu züchten. In diesen schönen Agricraft teilen. Ich sehe schon, also das funktioniert auch. Man kann das dann auch hochtunen. Ich finde es nur witzig, dass das Weed hier schneller wächst als das Agricraft.
merkt man gerade, dass das sozusagen nicht so eigentlich hätte eingestellt werden sollen. Kommt mir so vor. Ne? Also, ne, sind wir jetzt bei 75%. Und ich tue nur gerade die Mutterpflanzen nach oben. Okay, die sind jetzt auch, die sind auch wieder alle ausgewachsen. Sehr schön. Oh, ich muss jetzt sneaken, glaube ich. Weil wenn ich das doppelt klicke, geht's nicht. So, ja, und zwar, ich will jetzt die Mutterpflanze ja nach oben kriegen. Ich weiß noch nicht, ob bei AgriCraft das so einfach ist, an Seed Analyzer ranzukommen. Ich probiere es einfach mal. Beziehungsweise das Buch wird eigentlich das Problem. Ja, wir werden sehen. Okay. Ich brauche als erstes mal nur Scheiben. Das mache ich so. Dann brauche ich Half Slabs. Die bekommt man Gott sei Dank so. Dasselbe in Spruce. Und ich habe einen Seed Analyzer. Perfekt. So, hier bekomme ich wieder ganz normalen Stein raus. Das ist super. Muss ich mein ganzes Inventar nicht gleich wieder vollmüllen. So. Power ich gleich mal hier rein. Das kommt weg. Und wir müssen an die nächsten Lagerkisten auf jeden Fall rankommen. Okay, er hat die Sachen rausgekriegt. Ja, also das hat er rausgenommen. Aber ich muss jedes Mal sozusagen den Baum abschlagen. Und wieder neu setzen, damit er das macht. Das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, dass da noch eine andere Möglichkeit gibt, die wo ich noch nicht rausgefunden habe. Options, Controls. Bonsai, Bonsai, Bonsai. Nee, da sehe ich nichts. Nein. Leider nein. Ah, weil. Also Rechtsklick. Ich könnte ihn rumtragen. Aber dass ich den jedes Mal abbauen muss und wieder setzen muss, das ist ein bisschen doof. Ah, Rechtsklick. Rechtsklick ist es. Rechtsklicken. Rack. Axt nehmen. Geht es auch ohne Axt? Nein, einfach die Axt nehmen und rechtsklicken. So ein Doof, kommt nur beschissene Sachen bis jetzt raus. Aber man darf ja nicht vergessen, der Baum zieht es ja auch noch da rein. Das heißt, ich muss mir jetzt unbedingt nochmal dieselbe Konstruktion aufbauen. So, ich bin schon mal gespannt, wie viele Kommentare das ich von euch habe. Dass ich es richtig so mit Rechtsklick machen muss. Dafür schon mal danke, aber ich habe es schon rausgefunden. Aber ich freue mich immer wieder über Kommentare. Und wenn ihr hilfreiche Kommentare habt, immer her damit, auch wenn ich irgendwann noch rausfinden sollte. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Trick dabei, mir verraten. Dann kriege ich das auch noch mit. Hoffe ich. So, so, wir schauen jetzt rein. 4-1-1. Und ich lasse den jetzt mal so.
Ja, okay. Das muss ich. Dann nützt mir leider noch nichts. Schade. Schade, schade. Okay. Aber ich kann es immer so arbeiten lassen. Wie gesagt, wenn der Hopper dann da ist, kommt dann die Kiste auf jeden Fall auch drunter. So. Des Weiteren. Genau, einen Seed Analyzer habe ich gebaut und den brauche ich jetzt auch, weil der wichtig wird. Das einzigste Gerät von Agricraft, das wo ich definitiv sage, wichtig. Ja, ich muss jetzt nur warten, bis es dann halt ausströmt. Ich weiß auch nicht, wie hier eingestellt ist oder wie Agricraft insgesamt funktioniert. Ob ich jetzt auch mehr vier Pflanzen brauche, ob es mit zwei Pflanzen noch reicht. Auf jeden Fall dauert es ewig, merke ich gerade. Weiß jetzt nicht, ob Tanzen funktioniert, dass er dann rüberspringt. Auf jeden Fall, ich habe es ja sonst immer gemacht, dass ich erstmal die Grundpflanzen hoch geballert habe. Also Karotten, Kartoffeln, Weizen. Das werde ich jetzt zum ersten Mal nicht so machen. Denn ich muss schauen, dass ich so schnell wie möglich an Karten rankomme. Und wenn es sein muss, pflanze ich Karten ganz normal an. Das ist ja das, was ich ein bisschen komisch finde. So, Sugarcanes brauche ich Beetroot. Habe ich Beetroot schon? Merke gerade wieder meine. Ich habe Flaxseeds. Ja, mein Vorhaben, dass ich eigentlich anfange mit mit dem Umbau, merke ich gerade, dass das komplett in die Buchse gelaufen ist. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Bist du zu 100% ausgewachsen? Sind das jetzt normale Strings, was ich jetzt bekommen habe? Und dann könnte ich mich natürlich treten. Wenn es da sofort eine Möglichkeit gegeben hätte. Ja, ich kann mich treten. Ah, alles klar. Super, Drake. Du hättest es schon viel eher haben können, aber wir haben eine super Quelle gefunden für Strings. Das ist genial. So einfach. Und banal. Und ich habe es nicht gesehen. Kann ich jetzt gleich hingehen? Ich nehme nochmal zwei. Da kann ich ja fast von meiner Überzeugung weg, dass ich die nicht auf 10 erstmal hoch powern lasse. Aber das Geile ist, wenn ich die Pflanzen ganz normal habe, ne, hm. 41 Strings. Ja, das heißt, ich will meine Klamotten heute hinkriegen. Ich habe gesagt, ich brauche 32 Stück. Halt, ich brauche Gold. Ich werde dann noch den Emerald brauchen. 4 Gold und den Emerald. Nee, aber ich muss mich mit Agricraft auf jeden Fall auseinandersetzen. Wie das dann funktioniert für die nächsten Male. Aber ich finde das jetzt geil, dass ich eine Alternative herausgefunden habe, um an Strings ranzukommen.
So, das heißt jetzt, hier kommt das Gold rein. Ich kriege dann vier Silky Clothes. Und die kommen dann hier hin. Und dann brauche ich einen Emerald. Dann habe ich einen Silky Jewel. Cast complete. Silky Smooth. Ja, mein Problem ist jetzt halt dann auch, dass ich, mal langsam aber sicher anfangen soll, in anderen Dimensionen hier zu denken. Und nicht mehr so kleinkariert wie die ganze Zeit. Das heißt, ich muss dann richtig produzieren hier. Ich weiß gar nicht, kann ich mir, okay. Unfamiliar Item, Watering Can. Die kann ich mir. Oh, die kann ich mir sogar schon bauen. Aus Steinen und außen. Super. Finde ich klasse. Heute lernen wir viel dazu. Ja, nee, was ich gerade beim Überlegen bin, ist, ob ich sozusagen. Nein, ich muss noch mal welche machen. Weil ich brauch's unbedingt auf der Picke. Das wollte ich von Anfang an schon haben. So, du kommst da drauf und ich habe mein Silk Touch drauf. Ich weiß, dass das jetzt auch teilweise Verschwendung war von diesem einen, dass ich die erstmal hätte aufheben können. Wenn ich das richtig produzieren kann, aber ich kann jetzt das Gras hier weghauen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich nochmal welches machen muss. Oh, das heißt, ich kann jetzt auch gleich anfangen hier. Den ersten Boden wieder rauszukloppen. Aber ich kann jetzt dann hier einen reinhauen und kann dann mir Erde machen, beziehungsweise die Erde holen und anfangen dann peu à peu da ist er die Erde da rein zu holen und muss mir dann auch mal angucken, ob wir demnächst noch eine andere Möglichkeit haben, irgendwie an Erde ranzukommen. Weil das ist dann doch ein bisschen nervig. Vielleicht sollte ich mir noch eine zweite Picke dann bauen. Dass ich dann hier langsam aber sicher und nicht die ganze Zeit diese Lahmarsch-Ding machen muss. Dass ich die halt für spezielle Sachen nehme, wie wenig Glas wegschlagen muss oder und halt Zip Touch braucht. Wir sind ja noch im Flint-Stadium. Das ist ja Larven-Stadium eigentlich. Uah! Vergesst es jedes Mal. Könntest du mal langsam sterben, danke. Hätte aber halt auch was für sich, ne? Wenn man die ganze Zeit wegkloppt und man kriegt Clay raus. Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, an Clay ranzukommen? Die gibt es eigentlich nur über diese Pistole, ne? Ja. Okay. Das heißt, ich brauche, ja, jetzt hätte ich mir vielleicht noch anschauen können, ob es eine andere Möglichkeit gibt, an Dirt ranzukommen. Als den Weg, den wo ich bis jetzt eingehe.
Combustion gibt's noch mit Plant Matter. Das heißt, meine Bonsai müssen dann wirklich voll arbeiten. So, die Pflanzen haue ich auch mal mit hier rein. Und wir haben ein bisschen da was rausgekriegt. Das ist ja schon super. Clay auch noch mit rein. So, das heißt eigentlich, wir haben mit AgriCraft angefangen. Sehr schön. Gleich noch den Test machen. Okay, keinen Test machen. Dadurch, dass ich sie angepflanzt habe, ist, wie es aussieht, das kaputt gegangen. Super. Nicht toll. Aber wir haben mit AgriCraft angefangen. Das heißt, das erste Weizen läuft da. Wir haben endlich eine Alternative für unsere Strings bekommen. Und wir haben unsere ersten kleinen Bäumchen aufgestellt, dass wir auch hier endlich an Rohstoffe rankommen. Das finde ich total klasse. Und davon kann man natürlich noch immer mehr bauen, immer mehr, ist klar. Ja, aber ich kriege jetzt hier auf jeden Fall meine Slimeballs. So, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben von euch freuen, wenn ihr natürlich neu seid. Würde ich mich auch über ein Abo freuen und wenn ihr natürlich auch dann benachrichtigt werden wollt, dass jedes Mal, wenn ein neues Video von mir kommt, dann müsst ihr auch die Glocke aktivieren. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall, dass ihr zugeguckt habt und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.